die Ungerechtigkeit ist nicht, dass ich Hausfriedensbruch begehe, sondern was da drin passiert. Extreme Zustände erfordern eben auch extreme Protestformen. Ich möchte diesen Tieren eine Stimme geben. Es sind ganz wenig Menschen in Deutschland, die das machen. Die meisten, die diese Arbeit machen, sind komplett unsichtbar. Meine Mutter hatte super viel Angst, weil halt die Industrie, gegen die wir ankämpfen, sehr viel zu verlieren hat. Der Punkt, an dem ich aussteigen würde, den habe ich längst überschritten. Wenn wir jetzt nichts tun, wenn wir einfach zuschauen, dann war's das irgendwann. Gut versteckt bleiben, nicht entdecken lassen. Ich konnte an diesen Regalen kaum vorbeigehen. Du siehst halt das einfach mit ganz anderen Augen. Diese Bilder kannst du irgendwann nicht mehr schönreden, die sind da. Zu wissen, da draußen sind Leute, die für mich kämpfen, das würde mir Hoffnung geben.